Jetzt läuft's, ja? Gut. Jo, meine Leute. Moin, Leute. Moin, Leute. Jo. Jo, Freunde. Ja, Freunde. Ja, Freunde. Ja, Freunde. Jo, Freunde. Ja, Freunde. Jo, Freunde. Jo, Freunde. Ja, Freunde. Der Busfahrer hier. Der Busfahrer hier. Und ich mache jetzt was, was ich mir ganz schön machen wollte. Jo, Freunde, der Putzmann hier. Ich habe was bestellt, schon vor längerem. Meine Mutter hat es schon aufgemacht, aber gut. Sei es drum, ist nicht so schlimm. Der Inhalt ist das Wichtige. Pip Extra. Oh ja, Leute, ich habe das 10 Jahre lang gesucht. Das passt auf. Pip Extra ist eine spezielle Cola. Für alle vielleicht... Gibt es den einen oder anderen unter euch, der American Dad gönnt? What are we supposed to drink together once you're gone? Try it, Pip Extra. Das ist auch eine Art Cola. Sie ist bei uns in Deutschland sehr schwer zu erhalten. Also ich habe 10 Jahre lang danach gesucht. Jetzt seit einigen Jahren kann man sie sich endlich bestellen aus den USA hierher. Aber auch sehr schwierig und sehr teuer. Ich vermute mal wegen diesem extrem hohen Koffeingehalt ist es bei uns nicht erlaubt im Normalfall. Denn, also ich musste tatsächlich mein Alter angeben, dass ich über 16 bin. Über 16 bin. Und ich vermute mal, dass der Koffeingehalt für normale Kinder jetzt, jeder weiß, dass Kinder gegen Supermärkte kaufen sich was so, und wenn es das gäbe, das Mr. Pip, dann würden die sofort sagen, Koffee schmeckt vielleicht sogar dann auch saugut. Aber dann haben alle Kinder, die dann abends nicht mehr ins Bett gehen, und Eltern, die nicht mehr schlafen können, weil ihre Kinder auch nicht schlafen gehen. Ja, natürlich kann ich die so jetzt nicht trinken. Warum nicht? Ja, ich bin im Haus. Deswegen werde ich sie kalt stellen. Oh, ein Kühlschrank. Warum, Kara? Ich tue sie da hinten hin. Und sieht sie? Ja, man sieht sie. Man sieht sie. Und ganz kurz, warum mache ich ein Video darüber? A, wir testen Getränke, meistens halt alkoholische Getränke. Ich bin abstinent seit 9 Monaten. Gott, hol mich hier raus. Ich werde das natürlich dann mit euch zusammen testen. Ich werde es probieren. Ich bin sehr neugierig, wie gesagt. Jahrelang versucht es zu bekommen, war sehr schwierig, nie bekommen. Viele haben gesagt, kriegst du gar nicht. Jetzt habe ich es endlich. Jetzt muss das natürlich voll ausgenutzt werden und richtig getrunken werden. Also kalt. Ich habe davon 12 Dosen, ich habe 50 Euro bezahlt. Naja, dann mache ich auch euch. Eigentlich mache ich es für mich. Ihr sagt nur Glück, dass ich einen Kanal habt, wo ihr da dabei seid. Es gibt nämlich gar nichts darüber. Also klar, in den USA natürlich, weil das kannst du ja dort kaufen, kein Problem. Auch die Kinder. Und was war da? Koffeinfall, kein Problem. Waffen und Waffen auch kein Problem. Alkohol, aber nur wenn du es in einer Papiertüte versteckst. Die Amis. Da redet man nicht drüber. Von daher, ja. Lasst euch überraschen. Wir brauchen jetzt ein paar Minuten, bis das Ding kalt ist, dann melde ich mich wieder. Bis dahin, Freunde. Jo, Freunde, Putzmann hier. Ich sitze in einem Zug. Nichts Ungewöhnliches, ihr kennt meine Touren, die ich gemacht habe. Ich habe Sonnenbrand. Das liegt aber nicht an der Tour, das liegt an der Arbeit. Und wie ihr wisst, fahre ich zurzeit auch viel öffentlich, denn ich habe keinen Führerschein mehr. Ich bin abstinent wegen einer MPU. Also habe ich uns ein bisschen unterhalten, also der Schmidti und ich, und mir so einen Vorschlag gemacht. Da dachte ich, das klingt cool, das könnte ich machen. Und wollte deswegen auch mit dem Lieblingsgetränk meines Neffen anfangen. Beziehungsweise ich überlege, also was heißt überlegen, ich mache es jetzt. Ich habe vor, eine Malzbierreihe zu machen.
auch abstimmen. Das ist 0,0 und ja, es gibt in welchem Alkohol drin ist. Ich werde darauf sehr achten tatsächlich. Ich habe wieder mit dem Lieblingsmalz für meine Snap angefangen. Malz. Und jetzt will ich mal gucken. Dann habe ich es nämlich gelesen. Ich weiß nicht, ob man es hier sieht. Da steht tatsächlich 0,0. Ich habe tatsächlich lange überlegt. Es war jetzt auch mehr, weil ich jetzt einen Termin hatte und ich praktischerweise an einem Netto vorbeikomme. Da gibt es nämlich dieses Malzgetränk. Und ja, ich würde sagen, lang schnacken. Ah, die berühmten Deckel, die mag ich nicht mehr, muss ich gestehen. Jawohl. Ich tue ganz normales Malzbier. Karamellige Geschmack, den man bei vielen Malzbieren hat. Es ist gut, ich gebe zu, ich habe es jetzt im Laden gekauft, direkt ein paar Minuten. Es ist also etwas warm, kann sein, dass es kalt vielleicht doch besser schmeckt. Aber ich denke, also wir haben jetzt bis jetzt nicht gerade den schönsten Sommer, gebe ich zu. Aber ich könnte mir gut vorstellen, wenn es so richtig heiß ist und Zungen und Malzbier ist eiskalt im Kühlschrank und man sitzt da draußen auf der Veranda oder irgendwo sonst, dann ist das Malzgetränk perfekt, bin ich ganz ehrlich. Also mir schmeckt, meinem Neffen auch, aber der geht ganz, denn ich habe nur die eine Flasche. Ja, also wenn es euch gefallen hat und ihr sagt, ja, Malzbier ist okay, dann gucke ich, dass ich von verschiedenen Malzbiersorten was bekomme und dann gucke ich, wie gesagt, ich muss darauf achten, wie gesagt, bei der hier steht es drauf. Auch wenn es ganz klein ist, wahrscheinlich Absicht, 0,0 steht da hinten drauf, ich versuche es nochmal zu zeigen, aber ich weiß, wo man sieht, aber wie gesagt. Also dann, passt auf euch auf und ja, macht's gut. Und oh mein Gott, der Fuß war ein anderes Oberteil. Ja, denn es war nicht ein paar Minuten, das gewirkt. Es waren jetzt ein paar Stunden, weil ich eingeschlafen bin, aber das ist nicht schlimm. Damit müsste Pip extra richtig kalt sein. Boah, die ist eisig. Voll aufgeregt. Ich glaube, ich bin der erste deutsche YouTuber, der auf deutschem Staatsboden das trinkt. Es wird vielleicht einige geben, die dann sagen, ja, aber wenn das so für die Amis ist, gibt es das bestimmt auf Ami-Stützpunkten. A, vielleicht ist nicht jeder von den YouTubern und B, tatsächlich, sobald du auf einen amerikanischen Stützpunkt fährst, verlässt du den deutschen Staatsboden bis auf amerikanischen Boden. Deswegen. Also. Nochmal probieren. Es kam halt etwas intensiver raus, das ist etwas kirschig. Das steht ja auch drauf. So, ja, dann kriegen wir halt am Track, wenn es nicht. Schmeckt halt wie ein stinknormales Erfrischungsgetränk. Also ich habe das jetzt 10 Jahre lang erwartet und das bestimmt nicht als eine Aufregung vorgestellt. Das ist ein bisschen wie Dr. Pepper. Deswegen. Ja. So eine Aufregung darum gemacht und alle denken sich wahrscheinlich jetzt beim Video, was zum Teufel soll der Scheiß?
Ja, aber es ist lecker. 20 Euro gekostet das Zeug. Dafür, dass es jetzt nicht so viel schmeckt. Mal rein. What are we supposed to drink together once you're gone? Try it extra.